Die traditionelle Cocktailbar der SPÖ übersiedelte an eine neue Location und alle waren begeistert. Ein idyllisches Platzerl beim Angeliswirt. Wie schaut es mit den Cocktails aus? Hat man schon ein bisschen was probiert? Gibt es neue Cocktails? Also es gibt die Klassiker, die wir immer haben, allen voran der klassische Red One mit Erdbeer und fruchtig und wirklich köstlich. Ich bin beim Pina Colada, weil ich den unglaublich gern trinke und selber nicht mixen kann. Und wir haben da einen quasi Vollprofi-Mixer und der verwöhnt mich damit. Und dann gibt es noch einen Mojito und einen Urgurt, das ist sowas wie ein Mojito ohne Alkohol. Und den Red One können wir auch ohne Alkohol. Und ansonsten gibt es auch die klassischen Bierspritzer, Aperol-Spritzer, Hugo. Also für jedermann ist was dabei. Der Pina Colada, das ist ja ein beliebter Cocktail. Was ist da alles drinnen? Da ist drinnen Ananassaft, ein Schuss Soda, da ist drinnen Zitronensaft, da ist drinnen die Kokoscreme, dann ist drinnen Rum natürlich, keine Frage, und Obers. Macht das Ganze sehr cremig, das Ganze mit Crash-Eis gut abgemischt. Ist das jetzt eine eigene persönliche private Kreation oder eine lange traditionelle Mischung? Das ist das klassische Pina Colada. Der Pina Colada, wirklich der absolute Renner des heutigen Abends. Was sagen Sie dazu? Ausgezeichnet gemacht von unseren Unterstützern und unseren Mitarbeitern von der Sektion 1. Ganz toll, also es ist nicht so einfach, dass man so Cocktails gut mischt, aber man muss sagen, exzellent, also wie in einer kubanischen Bar. Gibt es heuer irgendeinen Cocktail, den es vielleicht sonst noch nicht gegeben hat? Eigentlich nicht, weil wir setzen auf die bewährten Cocktails. Das ist der Mojito, das ist der Strawberry Daiquiri, bei uns heißt der Red One, und das ist der Pina Colada. Und bei alle drei Cocktails gibt es sowohl alkoholisch als auch alkoholfrei. Was sagen Sie zu der neuen Location? Sehr nett, also ich bin sehr begeistert von der Location, weil das gerade das neue Dörfel da ganz einen eigenen Charakter hat und die Sektionen in ihren Gebieten auch mit den Menschen sprechen sollen und auch unter den Leuten sein sollen. Und da bietet sich das natürlich an, dass man da in dem Grätzl auch dieses Fest, dieses kleine Fest, diese Cocktail hier ausrichtet. Ich denke, es kommt auch gut an, wenn man sieht. Meine Idee dahinter ist, dass es im Sommer oftmals so ein bisschen zu Lücken in der Kommunikation kommt. Und ich denke mir, das ist ein genialer Zeitpunkt, um einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und einen lustigen Abend zu verbringen. Es ist zwar nicht ganz so heiß, wie man es sich vielleicht für eine Cocktailbar wünschen würde, aber wir haben herrlichen Sonnenschein, wir haben erstmals eine Palme dabei, wir haben mit allen möglichen Laternen und Lampions diesmal geschmückt. Also meine Kollegen und Kolleginnen waren extrem einfallsreich und haben das heuer, finde ich, ganz besonders nett gemacht. Ich würde mir wünschen, dass ihr dann ein paar von unseren Plakaten mit aufs Bild nehmt, weil ich die wirklich sehr gelungen finde. Und alle haben sich unglaublich bemüht und wir haben in größter Entspannung gemeinsam vorbereitet. Einfach jetzt schon gelungen. Schaut ein bisschen nach einem Kretzelfest aus. Ja, das ist, denke ich mal, so, man kann das auch so nennen. Also wir sind ja so unglaublich modern und deswegen sagen wir Cocktailbar dazu. Man könnte es auch Kretzelfest nennen. Aber wir wollen halt ganz einfach da, wo wir daheim sind, im wahrsten Sinn des Wortes, auch die Leute einfach zu einem entspannten Abend einladen.